Hallo Leute, willkommen zurück zu Vice City. Und in diesem Part machen wir jetzt die Attentäter-Mission, die 5 Stück, die uns noch fehlen. Die machen wir in dem Part, aber jetzt hören wir uns erstmal das Telefonat an. Hey, oh, Tommy, Tommy! We got a situation over at Printworks. You better go and check it out. Wow, some kind of mess or other. Things are messed up. I gotta go. So, und das ist die vorletzte Hauptmission in diesem Spiel. Das heißt, wir sind am Ende des Spiels, Leute. Aber wir wollen 100% machen. Und was brauchen wir noch zu den 100%? Genau die Attentäter-Mission. Und die machen wir jetzt. Also ist der vorletzte Part oder drittletzte Part von Vice City. Ja, Leute. Erstmal die Mission. Erstmal klingelt wieder unser Handy. Tommy, 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 I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family, which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. So. Der Pizzalieferant. Mr. Thiel, you have been eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Das ist halt dein Ernst, Bulle. Das ist halt euer Ernst jetzt. Der will mich wohl verarschen, oder? Der Lieferant. Mich verarscht keiner in diesem Spiel. Ich mach die 100%, Leute. Mission erfüllt, $500. Wir haben gerade die nächste, oder? Ich weiß ja, wo die Telefone sind. Ich steig mal kurz aus. Get to the payphone in Vice Point. Come on, man! Ich weiß, was man mit der Mission machen muss, nämlich mehr extra ein Auto mit. Das wird jetzt die letzten Folgen von Vice City werden. Ja, die Hauptstory ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch 2 Missionen. Ein bedauerlicher Unfall. My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone.
Miss Dawson verlässt bald den Juwelier. Das Ganze muss wie ein Unfall aussehen. Benutzt keine Waffen. Okay. Schitterfahrer gerechnet, oder? Ich hab nicht ein schönes Auto. Scheint schon schwarz. Ein Crash noch, ein einzigen. Was? Och nee, oder? Das hat noch nie gefehlt bei der Mission. Noch nie. Das kann ja nicht sein, Leute. Muss ich gerade ein stabileres Auto? Das kann ja nicht sein, Leute. Dass ich da jetzt fail. Ich hab da noch nie gefailt bei der Mission. Mir ist ja falsch in die andere Richtung. Ich hab da noch nie gefailt. Noch nie. Ich war zu nah an dem Auto dran. Nee, das von der Herfahren und das Rammen ist ja nicht so schlimm. Lady, du wirst mich nicht los.
Und schau das dir dein Auto selber, Lady. Oh mein Gott! Nein. Jawohl, Leute. Das geht doch. Warum nicht gleich? Next to the mall in Washington. Und ziehen wir mal als nächstes in Washington. Gucken wir mal kurz in die Statistik. 96%. Die rasende Schrottfabrik. The European gang plans to hit a bank in Vice City. My employees would rather it didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. So, der nächste. So, Leute. Wir machen den letzten Part weiter, Leute.